Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal wieder um die Energiewende gehen. Gleich von Anfang an mal die Frage an skeptische Zuschauer. Wenn ihr das jetzt weiter schauen wollt, stellt euch vorher eine Frage. Wäret ihr grundsätzlich bereit, euren Standpunkt aufzugeben, wenn wirklich gute Argumente von der anderen Seite kommen würden? Wenn ja, wenn ihr bereit seid, auch wenn ihr klimaskeptisch seid, wenn ihr bereit seid, durch eine Überzeugung tatsächlich auch an die Energiewende und Co. zu glauben und da auch tatsächlich mal mitzugehen, dann schaut mal weiter. Wenn nicht, ja, dann könnt ihr das Video auch jetzt schon abbrechen. Okay, warum wird die Energiewende, so wie sie sich jetzt gerade anfängt, wie sie aber hoffentlich noch deutlich effizienter und deutlich mehr passieren wird, warum wird sie unaufhaltsam sein? Warum? Nicht mal unbedingt wegen den politischen Rahmenbedingungen, weil die sind bei weitem nicht optimal, dazu habe ich auch schon in anderen Videos was gesagt, sondern wegen der Wirtschaft. Und nicht nur wegen der Energiewirtschaft, und das habe ich nämlich auch schon immer mal angedeutet, die Energiewirtschaft ist sich zu größten Teilen bewusst, dass erneuerbare Energien der deutlich effizientere und günstigere und kosteneffizientere Weg sind, um Strom zu erzeugen. Denn man hat zum Beispiel keine Brennstoffkosten, man hat bei weitem weniger Personalkosten und so weiter, Infrastrukturkosten im Vergleich zu den großen Kraftwerken. Nicht also nur die Energiewirtschaft weiß, dass das der richtige Weg ist, auch die andere Wirtschaft, der Rest, vor allem die Investoren. Und genau darum geht es mir heute. Warum ist die Energiewende unaufhaltsam? Weil die Finanzwirtschaft sagt, dass sie unaufhaltsam ist. Und zwar ganz konkrete Beispiele. Kürzlich erst Mitte Januar 2020 hat Larry Fink, der CEO von BlackRock, dem größten Investmentfonds der Welt, also das ist gruselig, wo die überall mit drinstecken, nämlich mal Folgendes gesagt. Naja, wir haben zwar überall große Investitionen in unter anderem auch Öl- und Gasfirmen, aber wir werden überall ein Divestment machen, also wir werden überall das Geld herausziehen. Wir werden die Investments rückgängig machen, wenn ein Unternehmen mehr als 25% des Umsatzes aus Kohle generiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn also fossile Brennstoffe der Großteil oder ein Großteil des Umsatzes ausmacht, dann wird BlackRock, der größte Investor der Welt, das Investment zurückziehen. Und das ist schon mal eine krasse Aussage. Was anderes. Microsoft hat zum Beispiel auch gesagt, innerhalb eines Jahrzehnts werden wir Carbon Negative. Das heißt also, sie werden eine negative CO2-Emission praktisch erzeugen, indem sie mehr CO2 entnehmen, als sie ausstoßen. Was schon mal relativ krass ist für jemanden mit so viel IT-Infrastruktur und Rechenzentren und so weiter. Aber das zeigt eben, in welche Richtung es geht. Und andere werden die auch über 1 Milliarde Dollar in einen Nachhaltigkeitsfonds stecken, was schon mal viel aussagt. Nicht nur, weil es Microsoft selbst tut, sondern weil das natürlich auch sich durchschlägt auf die Lieferanten. Und das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Microsoft sagt eben nicht nur, dass sie selbst in diese Richtung gehen, sondern eben auch, dass alle Lieferanten, alle Hersteller auch nachhaltiger sein müssen. Sonst werden die in Zukunft nicht mehr Lieferanten sein. So einfach geht das nämlich, wenn man ein bisschen Marktmacht hat. Schlussendlich kann man sagen, naja, schaut man sich einfach mal die Aktienmärkte an, dann sind so Unternehmen wie Tesla an Tagen, an denen zum Beispiel Exxon als Ölkonzern richtig runtergehen, an den Tagen geht Tesla richtig hoch. Und diese Tage häufen sich. Von daher ist die Finanzwirtschaft da mit einer eindeutigen Stimmung unterwegs. Ein paar mehr Beispiele dazu. Es ist ja tatsächlich so, wie vorhin angedeutet, dass erneuerbare Energienstrom einfach günstiger erzeugt werden kann als Kohlestrom, als Ölstrom, als Gasstrom und dementsprechend sich eben tatsächlich auch das Ganze darauf auswirkt, ob in Zukunft ein normaler Benziner oder auch ein Dieselauto sich das jemand leisten kann im Vergleich zum Elektroauto. Ne? EE-Strom kann unglaublich günstig sein, wenn wir das praktisch wirklich nur aus günstigen erneuerbaren Energienstrom ziehen, während dann praktisch im Vergleich die gesamte Infrastruktur von der Ölförderung über die Raffinerie bis hin dann auch zur Umwandlung auf Benzin und Diesel und dann wieder den Transport so viele Kosten zusammenführen, dass das Ölbarrel, das ja mehrere, also eine dreistellige Anzahl von Litern umfasst, nur noch 10 Dollar kosten dürfte, damit es die gleiche Kostenstruktur hätte wie erneuerbarer Energienstrom in Zukunft. Wenn ein Barrel aber 10 Dollar kosten sollte, dann müsste sich einiges ändern, weil aktuell kostet er so ungefähr 60 Dollar. Das heißt, nur die richtig krassen Förderländer im arabischen Raum könnten sich das überhaupt leisten. Und ob die das tun werden in Zukunft, ist auch nochmal eine ganz andere Frage.
Die Kostenstruktur schafft hier also einfach nur Fakten. Was weiteres wichtig ist, Investoren, wie vorhin erwähnt, BlackRock und Co., aber eben auch die Konzerne, sagen sich jetzt eben, naja, wir selbst gehen dort raus, unsere Lieferanten müssen dort rausgehen. Schönes Beispiel, RE100, ich werde euch das hier mal einblenden, ist eine Vereinigung, wo die Unternehmen sagen, wir wollen erneuerbare Energien zu 100% haben, wir wollen hier richtig klimaneutral sein. Und wenn man mal durch die Liste der teilnehmenden Unternehmen scrollt, sind da praktisch alle großen Marken der Welt dabei. Das Runterscrollen dauert richtig lange, weil das so viele Unternehmen sind. Und das sind eben auch wiederum Fakten, die dafür sorgen, dass es einfach passieren wird, egal ob die Politik dahinter hängt oder nicht. Die Wirtschaft wird es einfach tun, wird dafür sorgen. Und andere finanzieren auch Banken ganz einfach nicht mehr Investments in fossile Energien. Das ist tatsächlich relativ weit verbreitet. Und anderem die Europäische Investitionsbank, die wohl die größte Investmentbank oder Aufbaubank der Welt ist, hat gesagt, wir investieren ab nächsten Jahr gar nichts mehr in fossile. Und praktisch alle großen Geschäftsbanken sagen das Gleiche, international betrachtet. Das muss man immer betrachten. Das ist auch in den USA so und ist auch in China nicht besonders anders. Gerade weil China weiterhin immer noch der Zubauer der meisten erneuerbaren Energienkapazitäten auf der ganzen Welt ist. Auch wenn da jede Menge andere Kohlekraftwerke und Co. gebaut werden, man muss immer noch diese zweite Seite mit betrachten. Nicht nur die Banken, auch die Versicherungen sagen, naja, nicht nur, dass wir da nicht mehr investieren über unsere Fonds, wir versichern auch nicht mehr. Wir versichern keine Kraftwerke mehr, keine neuen gebauten und wir versichern auch nicht mehr unbedingt die bestehenden Kraftwerke, wenn die mal neu eingeschätzt werden müssen. Dazu gibt es nämlich gerade auch aktuell das Beispiel von, ich meine, Tihange aus von relativ nah an unserer Grenze. Das steht wohl in Frankreich, nee, in Belgien, in Belgien. Und da sind aktuell 1,2 Milliarden Euro Haftpflichtversicherung pro Jahr drauf. Nach einer neuen Einschätzung müssten es nicht 1,2 Milliarden, sondern 72 Milliarden Euro pro Jahr sein. Und das zeigt einfach nur, dass das sich nicht mehr lohnt. Der Strompreis müsste sich verzehnfachen, damit sich dann immer noch der Strom aus diesen Kraftwerken lohnen würde. Und auch praktisch alle großen Versicherungen, internationalen Versicherungen sagen, wir versichern nicht mehr, wir investieren dort nicht mehr. Schlussendlich noch ein Thema, das werde ich aber auch nochmal an anderer Stelle weiter auseinandernehmen, der CO2-Preis. Wenn wir so eine richtige CO2-Steuer, so einen richtigen CO2-Preis einführen würden, der also wirklich die Verursacher praktisch angreifen würde und dort die Kosten reinbringt, dann könnten wir damit tatsächlich auch sowas wie eine EEG-Umlage ersetzen und damit den Strompreis für alle Verbraucher schlussendlich aber auch für alle günstiger machen und nur noch die belasten, die auch tatsächlich Verursacher von Emissionen sind. Da darf es aber auch nicht aufhören beim CO2-Preis, sondern müsste weitergehen auf ganz allgemeine Treibhausgasemissionen, weil Methan und Co. sind im Zweifel sogar noch umso schlimmer als CO2. Ja, letzte Info. Ich werde in einem nächsten Video dieser Reihe über Energiewende und erneuerbare Energien mal drüber sprechen, wie erneuerbare Energien richtig gut genutzt werden können, um zum Beispiel in einer Gemeinde, in einer sogar relativ kleinen Kommune, richtig viel Geld schlussendlich wieder reinzuspülen in die Stadtkasse, weil es da ein paar sehr schöne Beispiele dafür gibt, dass ein lokaler Windpark, aber auch Photovoltaikparks oder auch überhaupt das Aufbauen von entsprechender Infrastruktur dafür sorgt, dass man schlussendlich daran richtig gut Geld verdienen kann, um eben auch den Stadtsäckel wieder etwas aufzufüllen. Das dann im nächsten Video. Soweit ganz kurz zur Energiewende und warum sie unaufhaltsam ist. Die Finanzwirtschaft, die restliche Wirtschaft, die Konzerne sagen eben, wir gehen nur noch dort rein, weil es am Ende des Tages auch eine Imagefrage ist. Da hat dieses Jahr ganz viel gemacht, die letzten Jahre mit Fridays for Future, Extinction Rebellion und so weiter, gab es da die etwas krasseren Beispiele, aber natürlich auch das ganz allgemeine Aufstehen für den Klimaschutz, Umweltschutz und die Energiewende haben dafür gesorgt, dass große Unternehmen sich sagen, wir müssen da mitmachen, sonst werden wir unsere Kunden verlieren. Und dementsprechend ist die Energiewende unaufhaltsam. Habt ihr Fragen dazu oder habt ihr schöne Beispiele, schöne erneuerbare Energienbeispiele, schöne Klimaschutzbeispiele, die ihr mal unbedingt weiter besprochen haben wollt, dann schreibt das unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Hier zeige ich euch nochmal kurz ein Video von ganz am Anfang meines Kanals über 100% erneuerbare Energien in Europa. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.